geistliche Welt ist real. Wir sind geistliche Wesen und müssen deswegen auch verstehen, dass wir in einer geistlichen Welt leben. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und die Bibel sagt, dass er Geist ist und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Unsere Welt ist zwar physisch, da wir sie sehen können, und sie zeigt uns zwar Symptome, aber die Wurzeln können manchmal im geistlichen Bereich liegen. Unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Motive und unser inneres Wesen sind nicht sichtbar für ein menschliches Auge und trotzdem sind sie real. Deshalb ist die geistliche Welt auch real. Der Grund, warum ich das weiß, ist, weil meine Gedanken auch real sind. Keiner kann sie sehen und es gibt auch nichts auf der Welt, was die Gedanken lesen kann und trotzdem sind sie real. Deshalb, was unsichtbar ist, ist geistlich und was geistlich ist, ist real. Diese geistliche Welt hat die natürliche Welt geschaffen und ist der Ort, an dem oftmals die Wurzeln für unsere Probleme liegen. In den folgenden Videos werden wir mehr über die geistliche Welt sprechen, über unreine Geister, die in der Bibel erwähnt werden, offene Türen für Dämonen und Grundlagen der Befreiung. Es gibt Probleme, deren Wurzel im geistlichen Bereich liegen können. Wir werden 5 mögliche Dinge nennen. Der erste Punkt sind wiederholte Sünden. In Hebräer 12 lesen wir davon, dass es Sünden gibt, die uns sehr leicht umstricken. Die erste Sünde, die der Mensch beging, geschah nicht nur wegen der Versuchung des Fleisches oder der Welt, sondern sie wurde begangen, weil es eine Schlange gab. In weiteren Beispielen aus der Schrift lesen wir, dass Satan David dazu bewegte, eine Volkszählung zu machen. Die Bibel sagt, dass der Teufel Petrus sichtete. Außerdem erfüllte Satan das Herz von Ananias. Dann heißt es, dass Satan in das Herz von Judas hineinfuhr. Satan tut nichts ohne Sünde, genauso wie Gott nichts ohne Glauben tut. Sünde ist der Boden, auf dem Satan wirken kann, der Nährboden, wo er arbeitet. Bei wiederholten Sünden gibt es oftmals eine geistliche Kette, die die Person zurückzieht, um sie in Finsternis zu halten. Der zweite Punkt sind physische Krankheiten. In Lukas 13,11 lesen wir, und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Diese Frau war eine Tochter Abrahams, die treu die Synagoge besuchte, aber sie hatte einen Geist der Schwäche. Sie hatte nicht einfach eine Krankheit, sie hatte einen Geist der Krankheit. Jesus heilte diese Frau nicht, er befreite sie. Ihre leibliche Krümmung war da, weil sie geistlich gebunden war. In Vers 16 erwähnt Jesus, dass der Satan sie schon 18 Jahre gebunden hielt. Ich sage nicht, dass alle Krankheiten eine direkte Verbindung zu Satan haben, aber es gibt Krankheiten, von denen wir nicht geheilt, sondern befreit werden müssen. Deshalb können auch Krankheiten eine Wurzel im geistlichen Bereich haben. Wir lesen 2. Samuel 21,1. Es war aber zu Davids Zeiten 3 Jahre lang eine Hungersnot, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach, es ist wegen Saul. Auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Das erste Jahr vergeht. Man kann das Problem auf das Klima schieben. Im zweiten Jahr genauso. Aber im dritten Jahr schiebt David es nicht mehr auf das Klima, sondern er sucht das Angesicht des Herrn. Er hat verstanden, dass irgendetwas nicht stimmte. Weißt du, was der Herr gemacht hat? Er offenbarte David, dass das finanzielle Problem geistliche Wurzeln hatte. Vielleicht hast du finanzielle Notlagen, die sich trotz harter Arbeit Jahr für Jahr wiederholen. Anstatt zu sagen, ja, so ist das Leben. Der Regen fällt auf die Guten und Bösen. Kannst du einfach wie David zu Gott kommen und fragen, Herr, ist das eine Wurzel, die herausgerissen werden muss? Eine Wurzel, die diese Notlagen verursacht? Solche Notlagen können Wurzeln in der geistlichen Welt haben. Unfallanfälligkeiten können ebenso ihre Wurzel in der geistlichen Welt haben. Das bedeutet, du hast dauerhaft Unfälle im Leben, die etwas seltsam sind. Wir lesen 1. Könige 16,34. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Dieser Mann hier erlebte Todesfälle, die kein Zufall waren. Die Bibel sagt, dass dieser Mann auf eine geistliche Mine getreten ist, die sofort explodierte. Das bedeutet nicht, dass wir ständig Ausschau halten müssen nach einem Dämon oder einem Fluch, aber die Bibel sagt, dass wir in unserem Leben wachsam und nüchtern sein müssen, weil der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe. Wir sollen geführt werden durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist aufspürt, was falsch ist.
Er wird uns davon wegleiten, hin auf den Weg der Gerechtigkeit. Also gerade wenn es nicht wirklich normal erscheint, können die Wurzeln geistlich sein. Angstzustände und Depressionen können ihre Wurzeln in der geistlichen Welt haben. In 1. Samuel 16, 14 heißt es, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn gesandt, schreckte, ängstigte, verstörte ihn. Eine Studie hat gezeigt, dass Klapperschlangen immer noch beißen und töten können, wenn sie umgebracht und geköpft werden. Schlangenköpfe können noch bis zu 60 Minuten nach der Enthauptung schlagende Bewegungen machen. Was lernen wir daraus? Satans Kopf wurde auf Golgatha zertreten. Aber nur weil er besiegt wurde, bedeutet das nicht, dass er auch tot ist. Die Bibel sagt uns, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Die Bibel sagt uns, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Die Bibel sagt uns, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten werden. Das bedeutet für uns, dass unser besiegter Feind immer noch voll aktiv ist und immer noch Zugang zu den Leben der Gläubigen haben kann, wenn sie sich entscheiden, ihn diesem Zugang wirklich zu gewähren. Bei den meisten hatte Satan Zugang durch den alten Wandel, durch das Leben vor der Errettung. Es geht einfach so weiter, bis wir nicht endlich aufstehen und uns davon absagen, Buße tun, widerstehen diesen Mächten und den Sieg in Christus für uns beanspruchen. Viele Gläubige bekennen den Sieg, aber besitzen keine Freiheit. Besitzt du Freiheit? Wandelst du in Herrschaft? Wandelst du in dieser Freiheit? Satans Niederlage beendet nicht den geistlichen Kampf. Tatsächlich hat der Kampf erst begonnen. Vor der Niederlage Satans waren alle Sklaven und Opfer. Heute sind wir Krieger und Soldaten. Du kannst kein Soldat sein, wenn es keinen Kampf gibt. Wir sind im Krieg gegen einen besiegten Feind. Und auch wenn er besiegt und entwaffnet ist, ist er immer noch aktiv und auch immer noch unser Feind. Wie man gegen diesen Feind aktiv vorgeht, wirst du in den nachfolgenden Videos erfahren.